Doch die Zeit für die Menschheit läuft ab. Und ich bin, soweit es mir bekannt ist, der Mensch mit der größten Willenskraft Magalans. Darum werde ich auch der Entscheider sein, welches Schicksal Magalan ereilen wird. Ich muss da rausgehen und mich den Konsequenzen meiner Handlungen stellen. Ich muss mit den Menschen sprechen und sicher gehen, dass sie das Richtige tun, wenn die Singularität eintrifft. Ja, aber das wirst du in Ilex 3 tun. Ich sollte mich vergewissern, dass Kontrolleinheit 0 auch wirklich nicht mehr operiert. Ich sollte die Überreste von Cassandra finden. Zeit für die Menschheit läuft ab. Ich muss mit dem Mensch sprechen, sicher. Okay, es gibt doch noch Quests. Ich bin beeindruckt, Jax. Wie ich hörte, hast du unvorstellbar Großes vollbracht. Wow, Anerkennung von einem Anhänger der evolutionären Revolution. Die Skyans sind besiegt. Und damit erübrigen sich wesentliche Möglichkeiten, um von ihnen zu lernen. Anerkennung ist durchaus angebracht in deinem Fall. Auch wenn ich kein großer Befürworter deiner Entscheidungen bin. Nur weil ich nicht mehr den Alps angehören wollte? Dein Hang zu den Menschen und zur Natur hat mich nicht sonderlich überzeugt. Und trotzdem bist du der nächsten Evolutionsstufe näher als jeder andere Mensch, als jeder Alp. Spricht da der Neid aus dir? Gewagte These, Bestie von Xakor. Ich werde darüber nachdenken. Ikrams Weisheit. Na wirklich, reden tun wir jetzt ja nicht. Aska. Ach so. Ob Conny im Former ist. Ach, weil hier Dex ist. Der Körper. Das finde ich schön, dass sie da jetzt noch eine Sequenz reingebaut haben. Aber vielleicht gibt es eine Möglichkeit, ihn in Ilex 3 zurückzuholen. Weil der Körper ist ja noch funktionsfähig, sage ich jetzt mal so. Wie geht es meinem Sohn? Ich hoffe, dass ihm nichts passiert ist. Das wird sich zeigen. Er sollte gar nicht hier sein. Aber das nützt ja nichts. Er hat sich wieder etwas in den Kopf gesetzt. Und wir wissen ja, dass ihn dann niemand aufhalten kann. Der Junge hat eben einen sehr starken Willen. Sehr turbulente Zeiten in den letzten Tagen. Und wie es mir scheint, wird sich das in naher Zukunft auch kaum ändern. Ich weiß. Das tut mir leid. Mach dir keine Sorgen. Ich werde mich schon um alles kümmern. Na schön, machen wir das. Melde dich, wenn du etwas Neues hast. Ja, das mache ich. Ich werde tun, was ich kann. Als Freund der Familie ist das für mich Ehrensache. Ich danke dir, alter Freund.
So. Müssen wir hier mit Baxter quatschen? So, und jetzt mal Tacheles. Was ist denn los in Marakor? Kriegen diese Freaks aus dem All jetzt doch noch kalte Füße, nur weil ein paar durchgeknallte Idioten bei ihnen Rabatz machen? Große Worte für jemanden, der die meiste Zeit in einem Erdloch hockt und darauf wartet, dass andere seinen Job erledigen. Tja, erzähl mir mal lieber, was sich da oben in dem Hauptformer tatsächlich abgespielt hat. Werden die Freaks jetzt unsere Welt wieder verlassen, oder was? Nein, sie sind dazu verdammt, hier zu bleiben und auf die Ankunft der Singularität zu warten. Die was? Singu was? Ich erwarte nicht, dass du das verstehst. Nur so viel. Es muss sich bald einiges ändern. Allerdings muss sich etwas ändern. Das ist ganz meine Rede. Wir müssen uns dem Erhalt der Natur und der gesamten Menschheit widmen. Pah, du weißt ganz genau, dass ich darauf scheiße. Und zwar einen dicken Haufen. Na schön, die Zeit der Freundlichkeit ist nun vorbei. Ich sage dir, was ich in naher Zukunft ändern werde. Jeder Arsch meint, im Krater einfach rein und rausgehen zu können, wie er gerade Lust hat. Für Leute wie dich wird hier bald kein Platz mehr sein. Bald mache ich die Schotten dicht und werde jedem, der nicht zu uns gehört, den Zutritt zum Krater verweigern. Also, denk drüber nach, wenn du das nächste Mal hier aufkreuzt. Wie du meinst. Fühle dich einfach informiert. Ich werde jetzt meinen restlichen Krempel erledigen. Ja, verschwinde. Okay, das könnte interessant werden. In X3 dann die... Die... Autos dann wirklich... für sich sind. Noch verschlossener als sonst. Bist du jetzt stolz auf dich? Du hast die Armee der Skyans ja fast im Alleingang erledigt. Es diente einem höheren Zweck. Tatsächlich. Ich hörte vom erhöhten Aufkommen dieser missgebildeten Gestalten, die das Mana hervorbringt. Wer weiß. Vielleicht sind sie ja am Ende diejenigen, die uns alle erlösen werden von dieser Hölle, Magala. Ja, wer weiß. Du versuchst immer noch, diesen erbärmlichen Planeten zu retten. Ist das nicht so? Das ist die reinste Blasphemie. Du bist ein Geschwür, das man am besten ausbrennt. Na schön. Dann wollen wir mal sehen, wie dir das hier gefällt. Hallo? Doch, es wird nie eine Einigkeit zwischen den Menschen geben. So halt wie in der echten Welt. Aber das ist jetzt interessant, dass jetzt im Endgame... Was hier jetzt... Was ist passiert? Passiert ist. Genug jetzt. Unsere Gemüter sollten sich erst einmal wieder mäßigen, bevor wir weiterreden. Du hast doch angefangen. Oh, mit jedem unserer Gefährten. Dann haben wir hier, müssen wir hier mit Reinhold quatschen. Reinhold. Das eine dunkle Kapitel der Menschheit endete und ein neues beginnt. Ja, und das schneller als den meisten lieb ist. Wenn wir uns retten wollen, dann werden wir uns noch mehr ins Zeug legen müssen. Die Menschheit allein wird nicht reichen. Was ist der Mensch, wenn sein Lebensraum zugrunde geht? Ja, du hast recht. Wir werden umdenken müssen. Das eine Übel ist vorbei,
Da steht schon das nächste. Und man kann ja auch davon ausgehen, dass bei Ilex 3 wieder ein Zeitsprung passiert. Die Verlorenen dieser Welt fangen an, Magalan zu bevölkern. Eine bizarre Welt. Zwischen Ilex 1 und Ilex 2 sind 6 Jahre. Reinholds Zuversicht. Stufe 55. Okay, mit hier gibt's niemanden zum Reden. Wird hat da anscheinend kein Interesse. Was nochmal dafür spricht, dass ich glaube, dass hier was geworden ist. Nesti. Scheiße nochmal. Wie machst du das immer? Eigentlich müssten deine Gedärme quer über Magalan verteilt sein. So, was jetzt? Rotten wir jetzt die restlichen Skyans aus, die sich in den Ecken von Magalan verstecken? Wie wäre es, wenn wir uns mal mit etwas mehr konstruktiven Dingen beschäftigen? Oh nee, du meinst die Scheiße hier wieder aufbauen? Nee, Junge. Das kannst du alleine machen. Ich hätte jetzt Bock auf eine Runde Mutanten klatschen oder sowas. Also auf geht's. Die Gefährtenquest von ihr, die schließt sich nicht ab. Du bist echt da reingegangen. Respekt. Du meinst den Hauptformer? Ich war schon an schlimmeren Orten. Nun, wie auch immer. Du hast starke Nerven. Wie geht's denn jetzt weiter? Wir haben eine Menge zu tun, um Magalan wieder aufzubauen. Was denn? Echt jetzt? Ich dachte, wir hauen in den Sack und machen uns vom Acker. Okay, dann hau mal rein. Bin gespannt, was als nächstes kommt. So, dann quatschen wir mit Gronkh. Du bist mir schon ein komischer Vogel. Wie bitte? Dass du da einfach so in den Hauptform reinmarschierst und den Jungs da zeigst, was eine Hake ist. Alle Achtung, das macht dir so schnell keiner nach. Wir Berserker können froh sein, dass du einer von uns bist. Meine Arbeit hat gerade erst angefangen. Wenn wir überleben wollen, muss jeder seinen Teil dazu beitragen. Warum sagst du jeder, wenn du doch mich meinst? Egal, ich verstehe zum Beispiel diese ganze Aufregung um die Mana-Kreaturen nicht. Andererseits... Mana-Freaks sind doch auch nur Menschen. Na, die meisten von ihnen waren es doch mal, oder? Ich weiß, ich sollte mich mehr um den ganzen Kram und die Welt und so kümmern, aber... Naja, wie mein alter Herr immer zu sagen pflegte, es bleibt spannend, nicht wahr? Das stimmt. Falk? Eine sehr interessante Erfahrung, deine Heldentaten zu beobachten. Du glaubst, ich sei ein Held? Nennt man es denn nicht so, wenn sich jemand um das Wohl aller verdient gemacht hat? Ich habe noch viel zu wenig getan. Die Welt steht kurz vor dem Abgrund und wir werden wahre Helden brauchen in den nächsten Jahren. Ich stelle mich gerne zur Verfügung. Ich freue mich jedenfalls, die nächsten Projekte anzugehen. Welche das auch immer sein mögen. Es würde mich auch interessieren, wie dann Ilex 3 beginnt. Es wird ja bald typisch wahrscheinlich wieder so damit anfangen, dass wir alle Fähigkeiten verlieren. Und die dann wieder in keiner Fraktion sind und so weiter. Wo die größte Bedrohung eingedämmt ist, sollten wir dann nicht die Technologie der Skyans auseinandernehmen? Tu dir keinen Zwang an. Das kam mir jetzt ein bisschen zu schnell. Wo ist der Haken? Unser Volk könnte diese Weiterentwicklung der Transformatoren der Skyans gut gebrauchen. Der Wiederaufbau des Planeten sollte für alle und nicht nur für die Alps auf dem Plan stehen. Niemand weiß die Dinge besser zu machen, niemanden gefällt es zu bringen als das Volk der Alps. Ich werde mich an die Arbeit machen, sobald die Sachen hier erledigt sind. Juras Whiteblack. Neue Stufe. Ich würde Kaya gerne als letztes hier machen. Die
letzte Schlacht des Krieges wäre damit geschlagen. Gratuliere. Du kannst dir selbst gratulieren. Du lebst noch, trotz der ganzen Widrigkeiten. Ohne dich hätte Magalan einen großen Beschützer verloren. Ich danke dir. Das Kompliment kann ich nur zurückgeben. Lasst uns so weitermachen. Wir haben noch viel vor uns. Ich werde meine Arbeit in der Bastion wieder aufnehmen und die sechste Macht in die ungewisse Zukunft führen. Bei Magalan und dem Leben, das schwöre ich. Das wäre cool, wenn die sechste Macht in X3 noch existiert. Kaya Vardek. Tadas ist in X2 am Ende auch einfach verschwunden, glaube ich. Ich bin schwer beeindruckt, Jax. Du bist schier unerschütterlich. Auch das ist Bodo Henkel. Hast du wieder einmal mit Bravour bestanden. Soll mir das jetzt schmeicheln? Du hast recht. Aus meinem Mund klingt das schon ein wenig seltsam. Aber ehrlich gesagt empfinde ich tatsächlich so etwas wie Stolz. Komm schon. Nein, wirklich. Ich habe dich damals, als ich dich am Hofe des Eispalastes zum Commander ausbildete, völlig verkannt. Du bist nicht nur willensstark und effektiv. Du bist nicht nur gnadenlos zu deinen Feinden und ein großer Gewinn für deine Verbündeten. Du bist etwas Besonderes. Ein Held, eine Singularität. Ein seltenes Phänomen, das dieser Planet kein zweites Mal hervorbringen wird. Es scheint deine Bestimmung zu sein, diese Welt weiterzuentwickeln und das Beste aus den Menschen herauszuholen. Niemand anderes wäre zu so einer großen Leistung imstande. Schon gut, ich hab's kapiert. Verstehe mich nicht falsch. Ich weiß nicht, warum es so ist oder wohin es uns führen wird. Aber ich weiß, dass du deinen ganz persönlichen Plan folgst und dass wir alle, jeder einzelne von uns, ein Teil davon sein wird. Ja, das ist meine tiefste Überzeugung und ich will dabei sein, wenn die Dinge passieren, die du auf die Schienen gesetzt hast. Das wirst du. Gut, dann bleibt mir nicht mehr viel. Als nur noch eins zu sagen. Gut gemacht, mein Sohn. Alex Beteuerungen. Kaya. Ich glaube, Dex wird auch nochmal Gesprächsthema. Du hast es wieder einmal geschafft. Der Hauptformer wäre damit von der Liste. Hast du an mir gezweifelt? Nun, du hast dich den Berserkern angeschlossen. Das war schon mal der erste richtige Schritt. Aber, dass du es tatsächlich wieder schaffst, der absoluten Vernichtung zu entgehen. Ich muss zugeben, ich hatte vermutet, dass es dich dieses Mal erwischt. Das war erst der Anfang. Jetzt müssen wir uns um den Erhalt des Planeten kümmern. Ja, das müssen wir. Es freut mich ungemein, dass wir uns in diesem Punkt einig sind. Zum Beispiel die Sonderlinge und Unholde, die das Mana hervorbringt. Sie werden leider fast täglich immer mehr. Ich fürchte, wir werden uns daran gewöhnen müssen. Zumindest so lange, bis das Gleichgewicht wiederhergestellt ist. Mach weiter, wir sind noch nicht am Ende. Die interessiert sich gar nicht für ihren Sohn. Uch, das ist einfach so. Die Überreste von Cassandra. So viele Jahre. Und jetzt nur noch ein Haufen altes Metall und Leiterplatinen. Bist du noch irgendwo da drin?
Mehr kommt nicht. Sandra. Hauptmission abgeschlossen, Commander. Ja, hört sich gut an, aber das ist eine Mogelpackung, das wissen wir beide. Die Singularität? Positiv. Wir wissen nicht, was sie ist. Und wir wissen nicht genau, wann sie Magallan erreichen wird. Eigentlich wissen wir überhaupt nichts über sie. Wie können wir verhindern, dass so ein Ungetüm von einem Himmelskörper Magallan komplett vernichtet? Starte Analyse. Lass uns hier noch die Reste zusammenfegen und sehen, wo uns das hinführt. Jawohl, Commander. Planet Magallan. Technologisch fortgeschritten, zivilisiert und mit einer Millionenbevölkerung war Magallan einst ein zukunftsträchtiger Planet. Doch das alles... Adam, er sollte sich als Dr. Adam Charles Dawkins entpuppen. Die zentrale Figur im damaligen Krieg der Alps gegen die freien Menschen. Dieser halbe Mensch wurde aus der Hybridmaschine entfernt und reanimiert. Viele fragten sich, welche tatsächliche Intention hinter seiner neu entdeckten Fürsorge für die Menschheit steckte. Der alte Mann hatte ungewöhnlich viele Kenntnisse über die Skyans und schien die Bestrebung der Skyans auf seine Art zu bewundern. Und doch gründete er die sechste Macht und unterstützte sie. Der eigentliche Urheber der Cassandra-Mission bezweckte mit ihr im Grunde nur, sein Leben zu verlängern. Er stellte damit sein Streben nach ewigem Leben über das Wohl der Menschheit. Jax glaubt fest daran, dass er diesen Verräter an der Menschheit wiedersehen würde. Er nahm sich vor, bei diesem Ereignis besonders gut vorbereitet zu sein. Kaya, stärkste Kampfmagierin der Berserker und Mutter von Jax Sohn. Als starke Feldherrin ihrer Truppen befand sie sich auf einer Art Kreuzzug gegen ihre Feinde. Schlussendlich wandelte sie sich vom Schreck für jedermann zur strahlenden Leuchtfigur. Eine übermenschliche starke Kampfmagierin, die ihre Geschicke für alle Menschen einsetzte. An der Seite von Jax, ihrer großen Liebe, konnte sie mit ihren starken magischen Kräften helfen, seine Ziele in die Tat umzusetzen. Nyra, hochbegabte Technikerin der Alps. Immer wenn sie das Elix absetzte und es emotional wurde, wurde sie extrem facettenreich und unvorhersehbar. Eine sehr hilfreiche Partnerin. Denn sie war sehr gut geschult und clever in der Kriegsführung gegen die Feinde ihres Volkes. Vor allem gegen die freien Menschen. In ihrer Zwangspause hatte sie viel Zeit, über sich und ihr Volk nachzudenken. Zweifel überkamen sie über die Beweggründe mancher Alps. Das sollte ihr Geschick noch nachhaltig beeinflussen. Sie musste überzeugt werden von der Richtigkeit, zusammen mit den anderen freien Menschen gegen die Skyans vorzugehen und bei den Rebellen zu bleiben. Ihre Liebe zu Jax verbarg sie in ihrem Inneren, so wie sie es von ihrem Volk immer gelernt hatte. Sie konnten mit ihr eine Romanze führen. Jax, er geriet wieder in einen Strudel von Ereignissen, der am Ende zu einer des bestimmenden Entscheidungen für Magallan führen sollte. Durch seine Unterstützung der schöpferischen Kräfte Magallans nahm das Mana seine Arbeit erst richtig auf. Die Welt wurde immer reichhaltiger mit Leben gefüllt. Dadurch mehrten sich leider auch die Mana-bedingten missgebildeten Gestalten wie Verlorene und Unholde. Der hohe Preis für Jax schöpferische Kraft. Niemand konnte mehr die Annäherung der Singularität ignorieren, welche die Urquelle aller großen Ereignisse der letzten Jahre war, Magallan für immer in die Grundfesten verändern sollte. Magallans Uhr fing an zu ticken. Die letzte Frist dieser Welt schien abzulaufen. Conny 4. Diese Kampfdrohne gehörte zu seinen Herren Jax und hatte schon seit seiner Zeit als Commander der Alps viele treue Dienste geleistet. Ihre Programmierung sah stets vor, dass sie fremden Völker gegenüber sehr skeptisch analysieren oder feindlich gegenüberstand. Eine sehr effektive kleine Kampfmaschine, die sofort jeden töten wollte, der seinen Herrn gefährlich wurde. Zu 100% loyal und der treueste Gefährte, den man sich wünschen konnte. Bully. Dieser Ganove war bei den Outlaws aufgewachsen und glaubte an ihre Ziele. Als Vollstrecker unterstand er dem Duke und schützte den Krater. Der Duke von Alteris wollte Bully schlussendlich ans Leder.
Eine Sache, die Bullys Weltbild und seine Loyalität zum Duke erschüttern sollte. Er ist kein Mensch, sondern ein Cyborg, der im damaligen Inaldon von einem verrückten Wissenschaftler gebaut wurde, um den Klerikern als Prototyp im Kampf gegen die Alp zu helfen. Sein Bestreben, ein Mensch zu werden, führte ihn auf viele Irrwege. Doch eigentlich ist Falk ein netter, höflicher Kerl auf seinem Weg, die menschliche Verhaltensweise zu erlernen. Der Cyborg erlernte über 100 Arten, einen Mensch zu töten, doch merkte man ihn das kaum an, da er vorne nämlich neugierig und freundlich erschien. Eine explosive Mischung. Seine Unfähigkeit, Emotionen zu entwickeln, machte ihn brandgefährlich. So kam nach und nach seine zerstörerische Seite zum Vorschein. Da gab es eine ganze Quest für Vardek. Der Verräter Vardek, Jacks Vater, war seit dem Krieg gegen die Alps über alle Berge verschwunden. Die einen munkeln, er sei tot, die anderen nicht. Es stellte sich heraus, dass er tatsächlich noch lebte. Gerüchten zufolge sollte er eine wichtige Rolle im Krieg gegen die Skyans spielen. Die Beweggründe seiner Taten im Krieg gegen die Alps und auch in seiner Vergangenheit offenbar stets viel mit seiner Angst vor dem kalten Elex in Zug zu tun gehabt. Später jedoch erwies er sich dieser störrische alte Mann als wahre Hilfe im Krieg gegen die Skyans. Eine Wendung, die viele Menschen sehr überraschen sollte. Logan. Nachdem der ehemalige Duke von Tavar von seinem Thron gestoßen wurde, verbitterte er und floh in die Ruinen der südlichen Küste von Caracas. Das Zusammentreffen mit seiner Zwillingsschwester Nesty war wenig herzlich, als man hätte annehmen können. Wir töteten Logan. Der Krieg gegen die Skyans wurde entschieden, jedoch hatte Logan nur ein müdes Lächeln dafür übrig. Ihn interessierten nur die weltlichen Dinge. Am Ende war er nicht mehr als Rattenfutter. Dieser Lunke sollte am Ende niemanden mehr wirklich vermissen. Nesty, der biologische Zwilling von Logan, dem ehemaligen Duke. Ein extrem brutales und bösartiges Frauenzimmer. Ihre Gemütsschwankungen waren legendär. Sie übernahm für die Morkons die diplomatischen Verhandlungen mit den Anführern der anderen freien Menschen. Eine turbulente Zeit für ihren Begleiter Jax. Am Ende stand sogar Jax selbst auf der schwarzen Liste dieser gefährlichen Frau. Ja, und dann endete irgendwie die Quest mit ihr, obwohl sie nicht abgeschlossen wurde. Dass Jax keine gemeinsame Zukunft mit ihr haben wollte, konnte sie letztendlich gut wegstecken. Sie hatte schließlich noch eine Menge anderer verrücktes Zeug auf ihrer Agenda. Das Vor. Der schlitzohrige Arthur Wert hatte sich durch ein verwirrendes, intrigentes Spiel zunächst zu einem Hauptmann und später zum Statthalter des Vor gemacht. Wirts Beziehung zu Jax war oft angespannt, doch war er für Wert eine willkommene Option, die Probleme seiner Stadt in den Griff zu kriegen. Jax, den viele nur als die Bestie von Zarkor oder den Außenseiter kannten, sollte schlussendlich als der Berserker in die Geschichte eingehen, der den Krieg gegen die Skyans beendete. Red empfand fast schon Dankbarkeit gegenüber Jax für die Tatsache, dass sein Vor nach dem Krieg gegen die Skyans immer noch stand. Dieser junge Berserker Fox stieg sehr viel schneller zum Krieger auf als jemals ein anderer vor ihm. Trotzdem bekam er von vielen Berserker das Prädikat schwer zu bändigen. Viele merkwürdige Dinge verlangte dieser Gefährte von Jax. Obwohl er schon viel Seltsames hinter sich gebracht hatte, war Fox' Vorhaben eine ganz besondere Herausforderung für ihn. Seine familiäre Situation war schon außergewöhnlich tragisch. Jax ließ sich dazu hinreißen, ihm dabei zu helfen, das schwerwiegendste Problem zu lösen. Am Ende hatte Jax es tatsächlich geschafft, Fox' Familie wieder zusammenzuführen. Fox sollte ihnen auf ewig dafür dankbar sein. Burg Hagen, der Stadthalter der Klerikerburg, hatte nach der Vertreibung aus dem Hort alle Hände voll zu tun, alles am Laufen zu halten. Hagen stand zwischen zwei starken Gruppierungen innerhalb der Burg, wollte aber stets, dass sich die Anhänger des Glaubens und der Wissenschaft miteinander versöhnen. Hagen fand eine Menge lobende Worte für Jacks große Taten im Marakor und für die Rettung der Menschheit, wenn sie auch noch auf tönenden Füßen stand. Diak, ein Warlatte Berserker mit außerordentlichem großem Talent der Menschenführung und der Kriegskunst. Es gab keinen besseren, den Jax für die Führung der Bastion der sechsten Macht hätte finden können. Und es war der erste Berserker, den wir ins Spiel angesprochen haben. Unermüdlich versuchte er, alle Widrigkeiten für die sechste Macht aus dem Weg zu räumen.
In den meisten Fällen war er damit auch sehr erfolgreich. Als Anführer der Truppen der Bastion und ihrer Partner führte er sich in die große Schlacht gegen die Skaldens in ihrem eigenen Land Marakor. Ein wahrhaftige Tat. Er konnte am Ende des Krieges nur sich selbst und Jax gratulieren. Gemeinsam hatten sie Großes vollbracht, dass er selbst stolz sein konnte. Ein Judikator der Kleriker mit Leib und Seele, Reinhold. Sein strenges Auge blickte immer auf das Wohl der Menschen und auf den Fortbestand der Spezies. Für ihn endete der letzten großen Schlacht gegen die Skaldens ein besonderes, dunkles Kapitel der Menschheit. Er traute sich wieder einen zuversichtlichen Blick. Victor, dieser besondere, brutale Feldherr der Morkons, besaß unvorstellbare Kampfkraft, die er seit seiner Jugend allein mit seinem Bruder Oleg in den Katakomben von Thompsontown. Er hinterließ Tod, Verderben und verbrannte Erde auf seinen zerstörerischen Feldzug durch die Länder. Für ihn war es fast so, als hätte Jax die Armee des Skaldens im Alleingang erledigt. Eine Leistung, die dieser zerstörerische Patriarch nur bewundern konnte. Ja, wir haben Respekt bei den Morkons. Allerdings wusste er auch, dass damit ein Großteil der Menschheit gerettet wurde. Das konnte er nicht gutheißen. Baxter, der Duke von Arteris, ist in seinem Leben oft herausgefordert und gejagt worden. Daher wurde er über die Jahre paranoid und hielt sich im Hintergrund. Darum installierte dieser Horror-Überhauptmann eine Stroma als Statthalter im oberen Distrikt. Er selbst hielt sich inkognito in einer Hütte der unteren Distrikte auf. Die Freude über das Ende des Krieges gegen die Skaldens hielt sich bei ihm in Grenzen. Ihn interessieren ja meist nur die lukrativen Dinge. Der Krater. Hector, der ehemalige Anführer der Diebesgilde, gehörte zum Gefolge des Dukes von Arteris und führte für ihn das Hauptquartier der Outlaws im Krater mit Ruiden. Hector war kein Freund von unnötiger Gewalt, wendete sich aber an, wenn die Sicherheit seiner Leute im Krater gefährdet war. Seine größte Sorge nach dem Ende des Krieges gegen die Skaldens war, dass er nie wieder seinen Thron würde verlassen können. Ikrom, erster Elixitor der Alps von Ignalon. Als Kundschafter streifte er oft durch die Länder von Magallan und beobachtete strategisch, wie mächtig er wirklich war, blieb ihm verborgen. Jeder, der ihn traf, machte einen großen Bogen um ihn. Man konnte ja nie wissen. Auch wenn er kein großer Befürworter von Jacks Entscheidung im Krieg gegen die Skaldens war, hielt er generell Anerkennung von Jacks Leistung im Marakor für durchaus angebracht. Grotte. Das Hauptquartier der Morkons bildete die Schächte der alten Ruinenstadt Thompsontown. Die religiöse Fanatiker erschufen dort unter einem der Tempelsperren. Bahadur, der Bewahrer des Stillstands, führte die Grotte mit Folter und Abschreckung. Er fühlte sich in der Rolle des Kampfrichters am wohlsten, wo er viele Menschen... Auch nach dem Krieg glaubte er immer noch, dass die übrig gebliebenen Morkons schlussendlich über alle anderen obsiegen und ihnen das Fürchten lernen würden. Für Jacks Leistung hatte er selbst nach der Schlacht von Marakor wenig lobende Worte, im Gegenteil. Diesen Nihilisten konnte man es nicht recht machen. Das Depot. Arzog war ein sehr akkurater und gewissenhafter Statthalter des Hakus der Alps. Selten gab es etwas, das ihm nicht gelang. Arzog war ein Verfechter der neuen Direktive und er ließ den Befehl an seinen Agenten, diese angepassten Regeln der Alps in seinen Namen durchzusetzen. Er begrüßte das Ende des Krieges, da man sich jetzt ganz der neuen Direktive hatte widmen können. Eine Aufgabe, die ihn voll ausfüllen sollte. Das Risiko erkannt. Empfehle sofortiges Entfernen.